Willkommen zum Review von Ichanaika im Fuji-Q Highland. Ichanaika ist nur einer von drei Fourth Dimension Coaster von S&S bzw. Arrow. Und diese Bahn ist ohne Zweifel eine von den verrücktesten und intensivsten, die ihr auf der gesamten Welt erleben könnt. Im August 2023 war ich für 2 Tage im Fuji-Q Highland, direkt am Mount Fuji gelegen in Japan, und konnte Ichanaika 4-mal fahren. Und jetzt hier im Review bekommt ihr eine Übersicht über die gesamte Bahn, alle Infos dazu, wie sich jedes einzelne Element fährt und das Fazit natürlich, wie genau ich die Bahn überhaupt allgemein auch einordne. Und was ich vorwegnehmen kann, Ichanaika hat mir schon mal richtig gut gefallen, wer hätte es erwartet, und ich bin so froh, die Bahn endlich gefahren zu sein. Seitdem ich 2019 Steel Vengeance zum ersten Mal gefahren bin, war danach Ichanaika ganz oben auf der 1 von meiner Bucketlist. Und ja, das abhaken zu können, war auf jeden Fall ein toller Meilenstein, hat mich sehr gefreut, dass ich auch 4 Fahrten machen konnte. Ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, sich aber zunächst einmal, falls ihr es noch nicht getan habt, das Review von X2 und Six Flags Magic Mountain anzuschauen. Diese Bahn konnte ich letztes Jahr zum ersten Mal fahren, ebenfalls 4 Fahrten dort drauf, und das war der erste Fourth Dimension Coaster damals von Arrow. Diese Bahn ist ein paar Jahre später entstanden, hat viele Sachen verbessert und verändert, und da ich jetzt gleich viel auf den Vergleich auch zwischen X2 und Ichanaika drauf eingehe, ist es super, wenn ihr das Review davor schon davon geschaut habt, weil auch X2 in Magic Mountain in Kalifornien echt eine richtig starke Bahn, die ich immer noch sehr hoch ranke, und da wird es auf jeden Fall gleich noch ein paar Vergleiche geben, was Ichanaika besser macht oder was vielleicht auch X2 besser macht, weil das geht auf jeden Fall in beide Richtungen. Die Achterbahn befindet sich direkt am Hintereingang vom Fuji-Q Highland, welcher zur Bahnstation gehört, und ist entdeckt einmal auf der rechten Seite neben der Wasserbahn, dort ist auch direkt der Eingang gelegen. Und von außen natürlich schon mal richtig beeindruckend. 76 Meter hoch, 1153 Meter lang, 126 km/h, 3 Überschläge in der Strecke selber. Aber die Besonderheit ist hier natürlich, dass die Sitzreihen von den Zügen sich kontrolliert drehen während der Fahrt, wodurch man natürlich nochmal deutlich mehr Überschläge macht und das Out-of-Control-Feeling, die Besonderheit von Ichanaika und von den Fourth Dimension Coastern, überhaupt erst dadurch hervorkommen. Das gesamte Konzept ist auf jeden Fall übertrieben beeindruckend, wenn man es fährt, genauso, weil man es wirklich kaum mit irgendetwas anderem vergleichen kann. Also die freidrehenden Fourth Dimension Coaster wie Intermin 6 Spins oder die S&S 43 Spins kann man nicht vergleichen. Hier die kontrolliert drehenden sind da ohne Zweifel nochmal ein komplett anderes Level. Und es gibt ja wirklich auch nur 3 Stück davon, Ichanaika, X2 und ebenfalls auch Dinoconda in China. Und ich kann verstehen, wegen der Technik hinten dran und so weiter, ist auch nicht gerade günstig. Für viele Parkbesucher sicherlich auch zu viel, warum nur so wenige Achterbahnen von diesem Typ gebaut worden sind. Auch wenn ich natürlich irgendwann sehr gerne nochmal eine modernere Version sehen würde. Aber ich würde sagen, mit dem S&S Axis, das ist so die nächste Generation davon, den das Ganze ersetzt, wo wir hoffentlich auch erstmal in Zukunft dann mal die erste Auslieferung sehen werden. Ihr habt erstmal unten ein bisschen Zickzack-Queue-Line, dann geht es in das Gebäude rein und ziemlich früh könnt ihr euch dann einmal schon auf die linke und rechte Flügelseite aufteilen. Denn wie auch beim Wing Coaster ist es getrennt, ihr steigt auf beiden Seiten ein und dafür gibt es 2 getrennte Warteschlangen, 20 Personen pro Zug, das heißt 10 pro Seite, 5 Reihen, ist damit 2 Reihen kürzer als X2 und 1 Reihe kürzer als Dinoconda, deswegen die kürzesten Züge von den 3 größeren Fourth Dimension Coastern. 10 Personen pro Seite, wenn man da ansteht, ist nicht gerade viel, dazu kommen noch Fastpässe, was die Kapazität natürlich nochmal arg schrumpft. Und wer schon mal was über Fuji-Q Highland gehört hat, weiß, der Park ist bekannt für seine sehr, sehr langsamen Abfertigungen, und das habe ich während unserer Besuchstage auf jeden Fall auch erlebt. Am ersten Tag hatten wir 3 Fahrten auf der Bahn, aber die erste Fahrt war auch erst so gegen 15 Uhr, weil das Wetter war alles andere als gut und vor allem Fuji-Q ist dafür bekannt, wenn ein bisschen Regen da ist, die Bahn machen zu. Und deswegen die ersten paar Stunden der Parköffnung hatten alle Outdoor-Attraktionen auch geschlossen. Ichanaika war die erste von den größeren, die aufgemacht hat, wir sind direkt hin und haben dann insgesamt 2 Stunden und 15 Minuten gewartet. Aber währenddessen war die Bahn nochmal 1 Stunde nochmal down wegen Regen. Also 1 Stunde 15 normal, 2 Stunden 15 insgesamt gewartet. Ich bin froh, dass wir in der Warteschlange bleiben durften. Und dann gab es, wenn der Regen aufgehört hat, noch ein paar weitere Fahrten. Und tatsächlich, wo wir dann gefahren sind, kurz danach, hat es wieder angefangen zu regnen. Und sie hat dann, glaube ich, auch nach 2, 3 weiteren Fahrten wieder zugemacht. Hatten wir auf jeden Fall echt Glück. Und die 2. Fahrt war dann, wo sie später wieder auf hatte, aber auch mit 1,5 Stunden warten. Davon waren dann die ersten 20 bis 30 Minuten wegen Regen zu, also 1 Stunde normale Wartezeit.
ein Europa-Park oder Disney Universal hätten mit zwei Zügen das Ganze in vielleicht 10, 15 Minuten, wenn überhaupt, abgefertigt. Aber wir sind ja hier im Fuji Q, da dauert ein Zug schon gerne mal 5 Minuten, bis abgefertigt wurde, was bei Einzugbetrieb echt lustig ist. Und genau, die zweite Fahrt waren wir dann gegen 6:45 fertig. Und die dritte Fahrt war die vorletzte des Tages, ein Night Ride. Und das war dann kurz vor Parkschluss, so gegen 7:50. Und da war es dann zum Glück auch schon ziemlich leer geworden. Und wir hatten fast Walk-On, mussten so ein, zwei Züge warten. Das war ziemlich angenehm. Und am zweiten Tag war dann deutlich besseres Wetter, wo wir dort waren. Deswegen war der Park auch deutlich voller. Die Wartezeit war konstant, so bei mindestens 90 Minuten. Da war schon eine Menge voll. Und da haben wir uns dann einen Fastpass geholt. Da kann man sich einzelne Fastpass in Fuji Q kaufen. Und ich muss sagen, so voll wie der Park teilweise werden kann, ist es dann auch empfehlenswert. Ihr seht ja, wie voll die Wartezeiten sind. Aber wenn es voll ist und wenn ihr zum Beispiel auch nur einen Tag habt, lohnt es sich schon, in die Fastpässe zu investieren. Es waren, glaube ich, so 17 Euro umgerechnet bei Janaika, um einmal die Wartezeit zu überspringen. Aber somit hatten wir dann zumindest nochmal eine weitere Fahrt, auch am zweiten Tag bei gutem Wetter. Das waren so gegen 3:30. Und wir hatten dann währenddessen sogar einen tollen Blick auf den Mount Fuji, was das Ganze nochmal sehr aufgewertet hat. Die Warteschlange wird, wie gesagt, dann aufgeteilt, kann man sich frei entscheiden, welche Seite man nehmen möchte. Und dann geht es mit einer Rampe einmal auf der linken und rechten Seite an der Station außen nach oben. Auf der rechten Seite fand ich es ein bisschen besser, weil man da noch etwas mehr rundherum sehen konnte, wenn man ansteht. Das heißt, wenn es voll ist, würde ich sogar fast sagen, die rechte Seite. Aber wir hatten trotzdem, glaube ich, insgesamt 3 Fahrten links, eine Fahrt rechts. Hätte ich aber mehr Fahrten gebraucht, um zu sagen, ob vielleicht die linke oder rechte Seite dann besser ist von der Fahrt her. Da hatte ich jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied gespürt. Dann am Ende von der Rampe folgt der Einlass zur Station, ist ein Mitarbeiter, der immer die 10 Leute pro Seite reinlässt. Und ihr dürft hier wirklich gar nichts auf die Fahrt mitnehmen. Hier gibt es Schließfächer, wo ihr euch eins nehmen könnt, bekommt ihr einen Schlüssel, den ihr als Armband einfach drum machen könnt. Aber nicht mal Schuhe darf man hier anlassen. Mir war es vorher schon bewusst, ich habe da schon mal was drüber gehört. Aber das ist trotzdem die einzige Achterbahn, die ich kenne, wo man allgemein nicht mit Schuhen fahren kann. Ist auf jeden Fall richtig random und die muss man ebenfalls dann auch im Schließfach lassen. Was ich ebenfalls fast woanders noch nie erlebt habe, war, dass ich am zweiten Tag nicht mal meine Uhr anlassen durfte. Am ersten Tag war es kein Problem, aber am zweiten Tag durfte ich nicht mal meine Uhr anlassen. Und ich hatte es noch ein weiteres Mal in Japan bei Thunder Dolphin in Tokyo Dome City, aber sonst... Auch natürlich lose Gegenstände ablegen, ist klar, aber eine Uhr ist eine Sache, die man sonst eigentlich immer anhaben darf. Aber nein, bei der vierten Fahrt auf Janaika durfte man es dann nicht, die sind ja schon ziemlich streng. Und dann folgt erstmal ein Metalldetektor, bevor man sich auf die Reihen aufteilt. Und da ist die Sache, wer zuerst da durchkommt, durch den Metalldetektor, kommen die in die erste Reihe, dann die nächsten in die zweite, dritte, vierte, fünfte. Das heißt, ein Tipp, in die erste Reihe kommen ist natürlich gut, wenn ihr vorne seid, dann müsst ihr euch beeilen oder zumindest einer von euch, dass man als erstes durch den Metalldetektor durchgeht, dann schafft ihr es in die erste Reihe zu kommen, aber dadurch ist es natürlich nochmal deutlich einfacher, in die letzte Reihe zu kommen. Deswegen, egal als wie viel ihr vom Mitarbeiter reingelassen werdet, lasst euch einfach bei den Schließfächern richtig Zeit, damit ihr als letztes da durchgeht und kommt dadurch auch in die letzte Reihe. So haben wir es dann auch bei der letzten Fahrt gemacht, wo wir das Prinzip raus hatten und wenn ihr nach hinten wollt, einfach Zeit lassen, schön viel Zeit lassen, dann funktioniert das, das ist ganz angenehm. Denn nach bestimmten Reihen fragen ist hier kein bisschen möglich. Es gibt auch keinen Grund, es kommt einfach nur ein No zurück und man kann ja auch schlecht sagen, die Abfertigung bzw. die Kapazität ist ein Grund, weil sie sind so langsam, es würde keinen Unterschied machen. Da war nämlich auch die Sache bei der dritten Fahrt, die wir hatten, also die letzte Fahrt am ersten Tag, da hatten wir wie gesagt die vorletzte Fahrt des Tages, sind reingegangen und der Zug war nicht mal voll. Es sind nochmal 2, 3 Leute nach uns gekommen, relativ am Ende, deswegen gab es noch einen weiteren Zug, aber unser Zug war nicht mal komplett voll, dass da nur für 3, 4 Reihen Platz war und haben einfach gefragt, ja, die letzte Reihe ist frei, können wir in die letzte Reihe? So, nee, ihr müsst in die zweite Reihe. Da verstehe ich den Sinn wirklich einfach kein bisschen. Okay, ich verstehe bei vielen japanischen Freizeitparks den Sinn hinter oft nicht, aber hier, man lässt lieber eine Reihe freifahren, anstatt einfach die Gäste in die Reihe zu lassen, wo sie wollen, muss man, glaube ich, nicht verstehen. Und dann, nach uns sind, wie gesagt, nochmal 2 gekommen, es war Einzugbetrieb und auf unserer Seite, diese 2 Leute sind alleine gefahren, habe ich auch gefragt, ja, können wir nochmal fahren, 4 Reihen sind frei. Nee, geht nicht. Muss ich echt nicht verstehen und kann auf Dauer auf jeden Fall auch sehr anstrengend werden. Nur damit ihr damit schon mal rechnet, nach einer Reihe zu fragen, wird sehr wahrscheinlich nichts. Dann seid ihr auf jeden Fall durch den Metalldetektor durch, dann stellt ihr euch nochmal auf für den nächsten Zug und dann wird nochmal von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin die Regeln erklärt.
Mit so einem Zeigestock kommst du einfach vor wie in der Schule oder Fahrschule oder so. Richtig random. Und ja, danach, man hat es schon vorher gehört, ich finde es trotzdem immer noch so skurril, muss man erstmal eine Aufwärmübung machen. Die macht das vor die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter. Man muss es dann als Gast nachmachen, so ein paar Aufwärmübungen, um sich für die Bahn vorzubereiten. Ah, Hilfe, was ist das? Für die Japaner ist es ja vollkommen in Ordnung, die hatten Spaß, aber als Europäer war das einfach nur komplett skurril und merkwürdig. Habe ich so in der Art auf jeden Fall noch nicht erlebt. Natürlich alles auf Japanisch, was ich sagen muss im Park. Somit als einziger Park gab es öfters auch mal englische Durchsagen und so weiter, auch mal ein paar englische Schilder. Da war Fuji-Q überraschend voraus, aber von Mitarbeitern, Einweisungen und so weiter ist natürlich einfach auf Japanisch und als Europäer stehst du dabei und guckst einfach schön zu. Es wird also einfach nur ein Gate aufgemacht, die Leute, die für die erste Reihe eingeteilt wurden, gehen in die erste, dann zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Der ganze Prozess dauert natürlich ein bisschen, weil der Zug vorher auch erstmal komplett leer sein muss, ehe die neuen Leute reingelassen werden. Bei Einzugbetrieb macht das Ganze natürlich nochmal deutlich spaßiger. Am zweiten Tag hatten sie sogar Zweizugbetrieb, hätte ich nicht erwartet. Man hört ja eigentlich immer, dass es so ein Park ist, wo immer nur mit einem Zug gefahren wird. Es war zugegebenermaßen auch sehr voll, aber zumindest zwei Züge. Hat jetzt auch nicht so viel geholfen, weil der eine Zug in immer noch mal 3 Minuten oder so auf dem Breakpoint stand. Aber was soll man tun? Dann steigt ihr in die Züge ein. Wenn ihr X2 schon gefahren sein sollte, das ist das gleiche Bügelsystem. Nur gibt es dazu natürlich nochmal 3 Gurte, um das festzumachen, weil wir sind in Japan. Erstmal einen normalen und dann nochmal 2, um die Bügel selbst zu fixieren. Das ist allgemein eh schon ein ziemlich interessantes Bügelsystem, weil es geht erstmal so ein Schulterbügel von der Seite über euch drüber und dann drückt ihr dies nochmal ein bisschen nach unten. Die Mitarbeiter drücken manchmal gerne arg zu, dass der Brustkorb ein bisschen eingeschränkt ist, dann müsst ihr was sagen, dann machen sie ihn euch wieder ein bisschen lockerer. Das Ganze ist dann doch relativ nah zum Körper und so ein bisschen auf dem Becken aufliegend unten, aber der komplette Oberschenkel und die Beine an sich sind frei. Ist genauso wie bei X2, aber dadurch hat man halt mit den Beinen richtig Freiraum, wodurch man dann vor allem in den schönen Überschlägen und Elementen echt sehr stark hin und her gerissen wird. Ist auf jeden Fall ein sehr skurriles Bügelsystem und so viel Freiraum an den Beinen kennt man wirklich von anderen Bügeln fast gar nicht, so normale Schulterbügel auf jeden Fall. Und dann Kontrolle von den Bügeln und Gurten ist auch wieder reinstes Chaos. Also ein Mitarbeiter überprüft es, dann kommt ein anderer Mitarbeiter nochmal wieder, überprüft es nochmal und dann musst du selbst nochmal an jeden Gurt und an jeden Bügel einmal gegenziehen, um selbst dem Mitarbeiter zu zeigen, dass du es selbst überprüft hast, dass sie zu sind. Also eigentlich dreimal wird der Spaß kontrolliert. Oh mein Gott, also das darfst du wirklich keinem Operations Manager oder so in einem effektiven Park zeigen. Musst du das alles nochmal selbst kontrollieren. Wenn das dann aber alles doppelt und dreifach geprüft wurde, geht's endlich los. Und die Besonderheit ist natürlich, dass der Zug erstmal rückwärts fährt und die letzte Reihe in der Station, die rückwärts geneigt ist, trotzdem mehr oder weniger die erste ist. Und ich hatte dann von den Fahrten her 2 Fahrten in der zweiten Reihe und 2 Fahrten in der letzten, in der fünften Reihe. Also konnte ich es fast ganz vorne und auch hinten testen, habe also da alles durch. Und mit diesen Wingsitzen ist natürlich ebenfalls auch ein Unterschied, ob ihr innen oder außen sitzt. Das heißt, außen habt ihr die ganzen Drehungen natürlich etwas intensiver, weil ihr einen größeren Drehradius habt. Aber auf dem inneren Sitz ist dafür, wie auch bei X2, das Fahrverhalten besser und die Bahn fährt smoother. Hat also beides Vor- und Nachteile, aber auf Dauer ist der innere Sitz auf jeden Fall mein Favorit. Bei X2 ist es definitiv noch schlimmer, da will ich nur innen fahren, weil wenn ihr die erste Fahrt auf X2 außen habt, auf dem äußeren Sitz, gefällt die Bahn euch nicht und ihr fahrt sie oft auch nicht nochmal und das ist ein großer Fehler. X2 auf jeden Fall bei der ersten Fahrt innen fahren. Hier bei Ichanaika ist es im Vergleich nicht ganz so extrem. Ich kann aber trotzdem eher empfehlen, innen zu fahren, wenn ihr eine smoothere Fahrt wollt. Vor allem, wenn ihr zum allerersten Mal einen Fall auf der Menschengroße fahrt. Auch noch zum Fahrverhalten, was ich relativ interessant finde. Die Fahrt ist, wenn sie nicht warm gefahren ist, auf jeden Fall angenehmer. Das fand ich bei X2 genauso, weil auch dort bei X2, wo ich sie einmal morgens gefahren bin, fand ich das Fahrverhalten deutlich besser im Vergleich zu nachmittags. Und hier bei Ichanaika war das genauso. Dann am ersten Tag, die ersten Fahrt bei kaltem Wetter, wo die Bahn noch nicht so warm gefahren war, da war das Fahrverhalten deutlich besser im Vergleich zu zum Beispiel dem warm gefahrenen Ride am zweiten Tag oder dem Night Ride am ersten Tag. Finde ich auch nochmal ganz lustig. Und nochmal ein weiterer Punkt. Wir fanden beide, dass die Bahn sich in den hinteren Reihen besser gefahren ist als vorne. Normal ist es ja einmal umgekehrt, also Fahrverhalten her, nur dass eine Bahn sich normalerweise vorne besser fährt als hinten. Aber bei Ichanaika fand ich so, oder wir beide fanden es so, dass sie sich hinten smoother fährt als vorne.
komplett skurril, aber das wären jetzt erstmal alle Punkte zum Fahrverhalten. Bei X2, wenn es losgeht, werden die Sitze ein bisschen nach hinten geklappt, dass ihr mit den Füßen nicht mehr auf dem Boden seid. Hier passiert das Ganze nicht und stattdessen fährt der Boden ein Stück nach unten. Die Mitarbeiter machen dann einmal richtig Party, wenn es losgeht jedes Mal. Sie winken, Ejanaika jedes Mal. Also schon auf jeden Fall gute Stimmung. Und dann geht es erstmal in einer 180-Grad-Kurve aus der Station raus. Die Sitze werden ein Stück gedreht, dass ihr fast komplett auf dem Rücken liegt. Bekommt ihr also schon mal so einen kurzen Vorgeschmack, wie dann später die Fahrt sein wird. Und so komplett auf dem Rücken ist das schon sehr interessant. Dann geht es die übertrieben hohen 76 Meter nach oben. Und durch die Steigung vom Lift seid ihr relativ in angenehmer Sitzposition und habt eine tolle Übersicht über die Umgebung. Zumindest, wenn es nicht komplett bewölkt ist, was im Fuji-Q auch gerne mal vorkommt. Obwohl ich sagen muss, da wäre es sogar fast cooler, wenn die Bahn einmal 180 Grad gedreht worden wäre, dass man bei der Auffahrt auf den Lifthügel Mount Fuji sehen kann. Aber auch so tolle Sache ist sie halt so in Richtung Parkmitte gerichtet. Es dauert ein bisschen, bis man oben ist und dann folgt erstmal so ein kleiner Pre-Drop und man ist so ein bisschen über Kopf, aber nicht richtig. Ich hatte das Gefühl, dass es bei X2 ein bisschen steiler war, dass man ein bisschen mehr noch über Kopf war und dieser Pre-Drop hier auch nicht so ganz so stark ausgeführt ist, aber es kommt natürlich dann auch vor allem an, wie genau dort die Rotationen eingebaut sind. Und dann geht es wieder ein Stück nach oben und es folgt der 76 Meter tiefe Drop. Hypercoaster, nochmal höher als zum Beispiel Silverstar und das bei einem 4D-Coaster. Ist auf jeden Fall der Wahnsinn, es geht vertikal nach unten. Und dabei sind die Sitze so gedreht, dass ihr erstmal vertikal nach unten schaut, rast dem Boden entgegen, kann man wirklich abgesehen von anderen Vor- auf der Menschencoastern sonst nicht mit irgendwelchen Achterbahnen vergleichen. Und im letzten Moment macht ihr einmal einen Überschlag, damit ihr das Tal natürlich nicht am Kopf über durchfahrt. Und diese Drehung ist auf jeden Fall ziemlich spät, sogar später als bei X2. Und ist auf jeden Fall auch sehr intensiv. Da werdet ihr echt ziemlich schnell einmal rumgedreht, ziemlich abrupt. Finde ich aber echt gut. Und dies hat mir auf jeden Fall auch besser gefallen wie bei X2. Aber der Drop selber, da muss ich wieder sagen, den fand ich auf X2 ein bisschen besser. Die kalifornische Variante ist zwar ein paar Meter niedriger, aber der Vorteil ist dort, man hat zwei Reihen mehr. Und das merkt man bei diesem Element und noch ein weiteres Element, was gleich folgen wird, auf jeden Fall. Weil auch hier bei Ejanaika, ihr habt in der letzten Reihe so ein bisschen Floater, ein bisschen Airtime und werdet auch ein Stück den Drop runtergezogen. Aber das Ganze ist auf jeden Fall jetzt nicht zu stark prägnant. Dagegen im Vergleich bei X2 mit zwei Reihen mehr, wenn ihr dort in der letzten Reihe seid, werdet ihr dort noch ein bisschen mehr runtergezogen. Deswegen, dieser gefällt mir bei X2 dann sogar ein bisschen besser. Daraufhin folgt erstmal ein sehr intensives Tal, wo ihr rückwärts fahrt und schön in den Sitz gedrückt werdet. Und dann das nächste Element, und zwar die erste richtige Inversion von der Strecke selber, und zwar ein großer Raven Turn. Bei X2 ist es so, dass ihr die ganze Zeit einfach nach oben schaut, mehr oder weniger. Der Sitz so rotiert, dass er immer nach oben zeigt und ihr dabei auf jeden Fall schöne Float Airtime habt und die ganze Zeit so schön im Sitz fliegt, ohne Kontakt zur Oberfläche. Das Ganze aber trotzdem nett ausgeführt ist. Und hier Raven Turn ist ähnlich. Nur bei der Abfahrt macht ihr nochmal einen weiteren Überschlag, wenn es nach unten geht. Und am Anfang habt ihr auf jeden Fall auch so Ansätze von Airtime COG auf jeden Fall. Und dann werdet ihr ziemlich schnell noch in diese Rolle gedreht. Macht es auf jeden Fall intensiver. Wenn ich beide Bahnen wieder vergleiche, würde ich sagen, es gibt jetzt keinen, den ich den anderen bevorzuge, weil ich mag beides eigentlich ziemlich gerne. Ejanaika ist natürlich ein bisschen intensiver durch diesen weiteren Überschlag. Es passiert noch ein bisschen mehr. Aber bei X2 hat man einfach richtig tolle Airtime währenddessen, was auch super ist. Und deswegen würde ich diese beiden Elemente ungefähr auf ein Level packen. Das nächste Element macht Ejanaika aber deutlich besser, denn es folgt erstmal wieder ein intensives Tal und daraufhin eine COG-Wall. Bei X2 haben wir hier nur einen nicht zuständig fahrenden Airtime-Hügel, währenddessen die Sitze sich einmal rotieren, machen sie bei Ejanaika genauso, nur halt eine wirkliche COG-Wall. Und das Ganze macht wirklich richtig Spaß. Denn ihr seid die ganze Zeit aus dem Sitz draußen mit Airtime und werdet einfach nur rumgerissen. Da fand ich sogar das Rumreißen vorne sogar noch ein bisschen besser. Und natürlich, wenn ihr außen sitzt, noch ein bisschen mehr. Da habt ihr echt schön Whip, seid außen sitzt draußen und werdet einmal um 360 Grad rumgedreht. Macht echt eine Menge Spaß. Und vor allem am Ende werdet ihr nochmal so schön drüber gezogen in der letzten Reihe. Echt ein starkes Element und hat mir gut gefallen. Vor allem, wenn ihr so die ganze Zeit so ein bisschen COG habt, beziehungsweise Airtime aus dem Sitz. Dreht euch rum, habt Rip, das Ganze ist auf jeden Fall sehr intensiv. Ihr seid weiterhin in der Fliegenposition, das heißt unterhalb von der Schiene schaut nach vorne und es folgt einmal das Turnaround. Das Ganze ist bei X2 wirklich nicht sehr spannend, nicht so gebankt, ziemlich weit ausgeführt, es passiert nicht viel. Dort ist es einfach so ein Moment zum Luftholen, aber hier ist das Ganze als Overbank-Turn ausgeführt
und dadurch auf jeden Fall schneller durchfahren und auch intensiver. Am obersten Punkt bringt das immer ein bisschen über, da habt ihr auf jeden Fall so kurz Float Airtime, während ihr auf dem Rücken seid. Das ist echt ganz super und ebenfalls eine tolle Sicht, wenn ihr euch einmal rumdreht. Natürlich kann das Ganze jetzt nicht mit den ganzen anderen Elementen mithalten, wurde aber trotzdem im Vergleich zu X2 verbessert und das macht Edge Leica auf jeden Fall in vielen Punkten und deswegen auf jeden Fall eine nette 180-Grad-Kurve, wie sie hier als Overbank ausgeführt ist. Wir haben daraufhin ein Fly-to-Die-Element, was von der Form her auch wie eine COG wohl ausgeführt ist, nur ihr dreht euch hier nicht um 360 Grad, sondern nur um 180 Grad, deswegen ziemlich ähnlich, wie es auch bei X2 gemacht wurde. Aber auch das Element ist deutlich besser wie bei X2, denn auch hier werdet ihr erstmal gut einmal rumgedreht, ist aber trotzdem nur eine 180-Grad-Drehung, deswegen nicht ganz so intensiv wie bei der ersten COG-Wall. Aber dann die Abfahrt, wenn es da unten geht, schaut ihr nach hinten und vor allem in der letzten Reihe werdet ihr das so runtergerissen. Noch am Anfang durch die Drehung durch und dann die Abfahrt einfach richtig starke Airtime, ihr werdet da runtergezogen. Das ist auf jeden Fall einer von den besten Momenten von der Fahrt. Bei der ersten COG-Wall seid ihr auch teilweise rückwärts und werdet da echt gut durchgezogen, aber hier mit dem relativ geraden Drop danach, wenn ihr einfach nur runtergerissen werdet, davor noch die Drehung hattet, durch welche ihr ebenfalls gut durchgezogen wurdet, richtiges Highlight, gefällt mir echt sehr. Also das Element ist auf jeden Fall ziemlich stark und ich finde es auch ziemlich interessant, wenn man so runtergerissen wird, während man rückwärts ist. Das kann man auf jeden Fall echt nicht unbedingt mit anderen Airtime-Momenten vergleichen, am ehesten mit einem Rückwärts-Launch. Sowas in der Richtung, nur ihr habt währenddessen die ganze Zeit Airtime, ist auf jeden Fall echt ein super Gefühl. Und dann folgt das nächste Element direkt und zwar der Raven Turn, diesmal aber ein Outside Raven Turn, weil der Zug einmal außen rum fährt. Bei X2 ist das ohne Zweifel das intensivste Element von der Fahrt. Und hier ist es ebenfalls intensiv, aber ich muss sagen, hier spürt man wieder, dass die Bahn zwei Reihen weniger hat. Das Ganze ist auf jeden Fall deutlich angenehmer ausgeführt, ihr werdet auf jeden Fall in der letzten Reihe noch gut durchgezogen, runtergerissen und vor allem am Tiefpunkt hat man echt richtig hohe Gehkräfte, da man richtig Speed hat. Aber da im Vergleich X2, letzte Reihe bei den 7 Reihenzügen, wird man da nochmal deutlich mehr drüber gezogen mit richtig Rip, wenn man da einmal mit Airtime in diesen Raven Turn reingeht. Deswegen allgemein X2, der Raven Turn ist auf jeden Fall brutaler und nochmal ein bisschen intensiver mit dem schönen Rip und Airtime, wenn es da durchgeht. Gefällt mir deswegen dort ohne Zweifel ein bisschen besser, ist hier aber auf jeden Fall angenehmer während der Fahrt, aber das Teil darauf trotzdem sehr intensiv und so ein bisschen Rip habt ihr in der letzten Reihe trotzdem. Und dann folgt auch schon das letzte Element, ein Fly-to-Lie, also wieder eine 180-Grad-Drehung. Und diese ist auch richtig stark, gefällt mir auch besser als bei X2. Sehr intensiv, total brutal, werdet ihr richtig schnell einmal umgedreht und fahrt dann auch rückwärts in den Brake-Run. Weil ihr hier stark bremst, werdet ihr dabei ebenfalls nochmal kurz auf den Bauch getreten. Ist jetzt mal wie beim Flying Coaster, bremst so rückwärts, bevor es dann wieder nach oben in die Sitzposition geht. Und das ist das Ende von der Fahrt. Die 1,15 Kilometer Strecke werden auf jeden Fall sehr schnell durchfahren. Fahrzeit finde ich in Ordnung, fühlt sich jetzt nicht übertrieben lang an, aber so intensiv wie der ganze Spaß ist, auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. So, was ich sagen würde, der First Drop und der Raven Turn, das macht X2 tatsächlich besser. Ich muss sagen, bevor ich Edge Leica gefahren bin, dachte ich, dass sie alles besser macht im Vergleich zu X2, aber nein, die längeren Züge machen wirklich etwas aus und deswegen der First Drop und der Raven Turn gefallen mir deswegen auf X2 ein bisschen besser. Aber trotzdem, auch hier der First Drop, du schaust einfach gen Boden. Das ist einfach nur der Wahnsinn, kann man wirklich mit kaum was anderem vergleichen. Am ehesten noch mit den Intermin Sky Charm, Freefall Tower, Falcon's Fury und Icaros. Oder zum Beispiel sogar, so nennt es SNS, glaube ich, wenn du so einen Fallschirmsprung machst und so gen Boden guckst. Aber auf jeden Fall nicht mit dem normalen Achterbahn-Drop. Das ist hier ohne Zweifel nochmal was anderes. Der erste Raven Turn, da bin ich zwiegespalten, würde ich ungefähr auf das gleiche Level packen, weil sie einfach unterschiedliche Sachen machen. Gefällt mir bei Edge Leica und X2 beides, aber komplett aus unterschiedlichen Punkten. Aber sonst auf jeden Fall die anderen Elemente, die führt Edge Leica auf jeden Fall besser aus. Ich finde es auch sehr interessant, wenn man X2 und Edge Leica miteinander vergleicht. Ja, es ist einfach logisch, dass man es macht, aber dass zwar prinzipiell die Layouts sehr ähnlich sind, abgesehen von zum Beispiel, dass man direkt zu Beginn einmal einen Überschlag mehr drin hat, und dass während es bei X2 einfach so einen normalen Hügel gibt, man hier dann eine COG-Wall hat. Aber sonst auch von der Aufmachung her ist das Ganze noch etwas anders angelegt. Das heißt, bei X2 ist der Drop, wenn man davor steht, ganz links. Dann eins weiter rechts geht es nach hinten mit dem Airtime-Hügel. Und ganz rechts ist der letzte Raven Turn mit dem Fly-to-Lie. Aber dann hier bei Edge Leica ist der Drop in der Mitte.
Rechts ist die COG-Wall und links ist dann das zweite Fly-to-Lie mit dem Outside-Raven-Turn. Also ein bisschen anders angeordnet, aber prinzipiell auf jeden Fall das gleiche Layout. Was mich jetzt auf jeden Fall nochmal sehr interessieren würde, weil die Reihen haben da auf jeden Fall einen großen Einfluss in das Fahrerlebnis. Wie fährt sich die letzte Reihe von Dinoconda? Ist er wieder ein bisschen niedriger im Vergleich zu Ichanaika, dafür ein paar Jahre neuer und hat 6 Reihen. Ist jetzt nicht so der große Unterschied, aber vielleicht weil sie neu ist, könne die Bahn sogar besser sein, ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall sehr interessant, sind ja bisher nicht sehr viele Leute gefahren. Es wird immer in der Regel gesagt, Ichanaika ist der beste 4D-Coaster. Ich denke, das dürfte auch stimmen, weil sie ja doch nochmal ein Stückchen höher und länger ist, zumindest ein paar Meter, im Vergleich auch zu Dinoconda. Aber eine Reihe mehr könnte auch einen Unterschied machen. Will ich auf jeden Fall irgendwann mal bei einer China-Tour mitnehmen, dann kann man das Ganze auf jeden Fall mal gut vergleichen. Aber ich würde schon sagen, hier nochmal 2 Reihen mehr, das wäre einfach der Wahnsinn. Also X2 in der letzten Reihe ist schon einfach nicht mehr normal. Und hier eigentlich X2 besser mit 2 Reihen mehr, das wäre auf jeden Fall echt der Hammer. Aber sonst kommen wir zu ein paar Allgemeinpunkten. Also die Bahn fährt sich auf jeden Fall besser als X2, sie fährt sich weitgehend smooth, zumindest auf dem inneren Sitz am Anfang des Tages. Aber sonst, wenn sie warm gefahren ist, auch eher weniger, dann ist das Ganze schon ein bisschen ruppiger. Eine komplett smooth Fahrt dürfte deswegen hier auch nicht erwarten. Aber ich muss sagen, ich kann es empfehlen, die Bahn relativ morgens schon einmal zu fahren, am besten auf dem inneren Sitz. Da ist das Ganze schon mal angenehmer. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, hinten fährt die Bahn tatsächlich besser als vorne. Und ich finde trotzdem, auch wenn die Bahn ein bisschen ruppig ist, wenn ihr euch gut in den Sitz einmal festmacht, natürlich während der Fahrt hält man sich wirklich weitestgehend sogar fest, wenn man da so rumgesteuert wird, dann addiert das Ganze sogar nochmal mehr zur Intensität und ihr habt auf jeden Fall noch mehr Out-of-Control-Feeling. Ist wirklich der Wahnsinn, was hier gemacht wurde. Ich muss sagen, als ich die Bahn dann das erste Mal vorne gefahren bin, fand ich sie sogar vorne besser als hinten. Aber wo ich dann am zweiten Tag nochmal eine weitere Fahrt warm gefahren hinten hatte, würde ich sagen, dass dann doch eher eine Backrow-Bahn ist. Teste beides mal, wenn es möglich ist, aber hinten habt ihr vor allem dann nochmal bei der zweiten COG-Wall oder bei dem Fly-to-Lie besser gesagt, werdet ihr nochmal besser runtergerissen. Der First Drop ist natürlich da hinten nochmal ein bisschen besser, aber ich muss sagen, da hätte ich vielleicht nochmal ein paar mehr Fahrten gebraucht, auch dann immer komplett warm gefahren, um mich da hundertprozentig festzulegen, was ich besser finde. Ich glaube aber eher Backrow, vor allem halt, weil ihr da in den COG-Wall-Abfahrten echt so super runtergerissen werdet und der First Drop ist hinten natürlich auch nochmal ein bisschen besser. Ich bin mir auch ein bisschen unsicher, ob ich innen oder außen besser finde. Innen natürlich besseres Fahrverhalten, außen natürlich ruckeliger, aber immer noch deutlich besser als bei X2. Und wenn ihr durch diese Drehungen einfach durchgerissen werdet, das ist auf jeden Fall nochmal echt stark. Also auf jeden Fall beides testen, aber vielleicht das erste Mal, wenn möglich, eher innen fahren, um da erstmal eine bessere Experience zu bekommen. Und ich muss auch sagen, wirklich, ich finde die Bahn tatsächlich sogar morgens nicht warm gefahren, besser eigentlich fast, weil man da halt noch ein bisschen besseres Fahrverhalten hat. Deswegen, das ist schon etwas cooler. Aber die eine Fahrt, die wir hatten, warm gefahren, war top. Der Mount Fuji ist gerade rausgekommen. Wir schauen so kopfüber den Drop hinunter und sehen Mount Fuji. Das war einfach nur wahnsinnig cool. Und auch die dritte Fahrt, die wir hatten, das war einfach ein Night Ride. Und ich kann es immer noch kaum glauben, dass wir wirklich Ichanaika, eine der besten Achterbahnen auf der Welt, bei Nacht gefahren sind. Das hat das Ganze auf jeden Fall nochmal sehr aufgewertet. Und die Bahn ist ja so schon komplett außer Kontrolle und man hat ein komplettes Out-of-Control-Feeling. Man wird da so durchgedreht, dass man nicht immer die Übersicht behalten kann. Und das Ganze nochmal im Dunkeln, wenn man eh nicht so viel sieht, macht das Ganze auf jeden Fall nochmal deutlich stärker. Also, wenn der Park bis zum Dunkeln offen hat, fahrt die Bahn bei Nacht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann wurde es auf jeden Fall auch ein bisschen leerer, was definitiv sehr angenehm war. Die Drehungen, die Überschläge sind wirklich einfach nur top. Die Bahn ist so intensiv. In den Tälern trotzdem gute Gehkräfte, auch wenn ihr euch dreht und so weiter, ihr seid so oft aus dem Sitz draußen, habt also eigentlich Airtime oder Hangtime oder irgendwas dazwischen, man weiß es nicht. Macht das Ganze aber nochmal deutlich besser, auch beim Raven Turn und so, immer so ein bisschen Floater, floatet ihr im Sitz drinne, bei diesen relativ freien Bügeln um die Beine rum, macht das Ganze auf jeden Fall nochmal deutlich besser und hat mir echt super gefallen. Das Erscheinungsbild von der Bahn alleine finde ich schon richtig beeindruckend. Sie ist auch total fotogen, vor allem mit diesem tollen Backdrop an Bergen und vor allem Mount Fuji. Ichanaika hatte wie auch X2 früher auch mal rote Schienen gehabt. Ich muss sagen, mit dem Kontrast fand ich es sogar ein bisschen schöner, aber auch so All Black gefällt mir sehr. Ebenfalls noch ein Unterschied bei X2 sind die Züge komplett offen, man sieht die Technik.
hat auf jeden Fall so einen coolen industriellen Look, was da hinten dran steckt. Aber hier haben die Züge eine Verkleidung, einmal in Gelb, einmal in Rot, einmal in Blau. Und es macht das Aussehen von den Zügen auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser und finde ich auch so besser gemacht. Letztes Jahr in meinem All-Time-Ranking war X2 schon ziemlich weit oben, da mich die Bahn komplett überzeugt hat. Ist wirklich auch so eine Sache, vor allem bei X2, entweder man liebt sie oder man mag sie eher weniger. Und damals war sie auf Platz 5. Dieses Jahr konnte ich viele weitere phänomenale Bahnen fahren. X2 ist immer noch ziemlich weit oben, aber Echanaika auf jeden Fall noch leicht höher. Ich würde nicht sagen, dass der Unterschied extrem ist. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ein paar Punkte, die mir bei X2 sogar besser gefallen. Aber wenn man das Ganze als Gesamtpaket betrachtet, hat Echanaika da auf jeden Fall die Nase vorne. Da wurde einfach viel verbessert, eine angenehmere Fahrt. Und deswegen ist Echanaika meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Achterbahn. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Was ich aber sagen kann, das ist auch ohne Zweifel eine Top-5-Bahn für mich. Wo genau sie am Ende dann in meinem Ranking landen wird, seht ihr dann wieder am Ende vom Jahr. Aber wirklich sehr weit oben. Für mich ist es auch, glaube ich, ganz knapp die beste Achterbahn in Japan, also kurz vor Hakugai. Auch wenn Hakugai echt wirklich ziemlich stark ist. Und beide Bahnen dürften in meinen Top 5 sein. Also da hat Japan wirklich eine sehr starke Top 2 im Land. Echanaika ist eine davon. Und ich kann ohne Zweifel so sehr empfehlen, diese Bahn zu fahren. Das ist einfach nur ein Monstrum. Auch so von den Manövern her, von den Elementen her. Ohne Zweifel eine von den intensivsten Achterbahnen, die es auf der Welt gibt. Und alleine dafür, fliegt nach Japan, geht nach Fuji-Q, es lohnt sich auf jeden Fall. Und da stehen auch noch ein paar andere nette weitere Attraktionen im Park. Natürlich, Abfertigung ist einfach nur grausam. Einmal über 2 Stunden gewartet, einmal 1,5 Stunden und so. Da kann es sich auf jeden Fall schon lohnen, gegebenenfalls in Fastpass zu investieren. Je nachdem, wie lange ihr da seid, wie oft ihr es fahren wollt und überhaupt wie der Andrang ist. Weil, also sowas von der Abfertigung her. Es war ja teilweise auch schon lustig anzuschauen, wie langsam das Ganze ist, wie ineffizient das Ganze gemacht wird, dann noch in dem ganzen Aufwärmen und so weiter. Aber ich muss sagen, es war irgendwann einfach nur noch anstrengend und sehr schwer anzuschauen, da ich Effizienz wirklich sehr schätze, vor allem in Freizeitparks, aber auch allgemein, wenn alles irgendwie effektiv gehandhabt wird. Und bei japanischen Zügen oder ÖPNV allgemein ist es ja auch so. In Japan ist eigentlich alles effizient, nur die Freizeitparks nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ist schon eine lustige Sache. Und so eine Aufwärmübung vor der Fahrt zu machen, kennt man ja wirklich so von nirgendwo anders. Aber zumindest kann man davor alles mit in die Warteschlange nehmen. Und wenn man die Bahn gefahren ist, kann man das einfach dann im Schließfach holen. Obwohl ich es auch eigentlich lustig fand, man darf das Armband mit Schlüssel mitnehmen. Aber bei der Einfahrt war eine Uhr verboten. Ich würde sagen, die Uhr ist eigentlich sicherer als das Schlüsselband. Aber was soll's, ich sollte mir nicht so viel Gedanken über japanische Abfertigung machen. Ich bin froh, 4 Fahrten gehabt zu haben. Lustigerweise halt genauso viel wie auf X2 konnte ich es auf jeden Fall gut testen, auch wenn ich die Bahn natürlich auch sehr gerne öfters gefahren wäre. Ich fand trotzdem, ich hatte vorher schon ungefähr eine Idee wegen X2, was mich erwartet. Deswegen so beim ersten Mal X2, ich war wirklich komplett geflasht. Das habe ich bei sehr wenigen anderen Attraktionen bisher zuvor erlebt, weil es halt einfach nicht vergleichbar ist. Und dann konnte ich mich noch ein bisschen mehr auf die Fahrt konzentrieren, was da passiert. Euer allererstes Mal vor auf der Mansion Coaster, wenn ihr bisher noch kein gefahren seid, freut euch auf jeden Fall drauf. Das ist ein sehr besonderes Erlebnis und fahrt ihr aber am besten in, damit ihr es auch genießen könnt. Aber ja, so Wahnsinnssache und alleine dann, nachdem wir es beim ersten Mal gefahren sind, 2 Stunden 15 warten, die Bahn ist öfters down gegangen, der Regen kam und ging, wir wussten nicht, ob wir es überhaupt an dem Tag fahren konnten. Und dann irgendwann, wir saßen drin und dann zuerst, wo wir auf dem Lifthügel waren, realisiert, wir fahren gerade Echanaika. Das war's hier zum Review von Echanaika im Fuji-Q Highland. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Bahn gefällt. Gerne auch sonst zur allgemeinen Fuji Mansion Coaster. Zur X2 ist das Review ebenfalls bereits schon online. Und natürlich ebenfalls gerne auch auf Parks and Funfair den Vlog von unserem Besuch anschauen. Da gibt es dann nochmal die direkte Meinung, wo wir die Bahn die ersten Male gefahren sind. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.